Moin, seid gegrüßt zum Urbex Vlog 10. 11. 11 schon? Ja. Achso, wir haben ja gestern die 10 gedreht. Mhm. Gut, also noch. Aber warte mal. Dann nochmal. Ich bin gar nicht angezogen. Oh. Ja, wir müssen heute abreisen. Deswegen machen wir mal noch eine kleine Roomtour. Was mir speziell aufgefallen ist, ist hier ein Lichtschalter mit einer blauen Lampe, wo nichts passiert. Mir ist dann aber aufgefallen, dass man hier diesen Schrank rausziehen kann. Das mache ich jetzt mal. Ah, der Heizungsraum. Okay. Okay, wäre das jetzt auch gelöst? Nicht, dass das der Notschalter für die Heizung ist. Ja, nachher geht die nicht mehr. Ja, ich finde aber, das ist eine coole Idee, da einen Schrank reinzumachen statt einer Tür. Weil, ja, es ist sonst ungenutzte Fläche. Hier ist unser Bad. Jetzt mal im Unterschied zu unserer letzten Unterkunft haben wir hier eine Gummilippe. Das ist, wenn das Bad schwimmt, also das ist hier genauso. Aber man kann es wenigstens wieder wegmachen. So, dann, ja, unsere Küche. Ganz normal. Und jetzt der Simon, hoffentlich hat er jetzt endlich was angezogen. Nein, ich bin. Oh. Musst du verpixeln dann. Gut. Ja, mach ich einfach. Weil, ja, mit der Stimme und so, das passt schon. So, dann gehe ich mal raus. Gut, und hier hat man eine Heidenaussicht. Da hier habe ich schon zwei Abende verbracht, gestern sogar mit Thomas zusammen. Und dann gibt es hier hinten noch eine Sitzmöglichkeit, wo wir noch nicht gesessen haben, wo aber Simon seinen Abend schon verbracht hat, zweimal. Gut, jetzt haben wir die Wahl, ob wir hier auf diesem Gelände bleiben, aber auch in ein anderes Haus einziehen müssen, was allerdings riesig ist, oder ob wir jetzt direkt nach Brüssel fahren und uns dann eine Unterkunft suchen oder so. Ihr werdet sehen. Ja, hier sind die Nebengebäude eines Schlosses. Ihr seht, wir haben ein Wiedersehen mit den Blechdächern, die hier zur notdürftigen Absicherung verwendet wurden. Man kann daraus aber auch schließen, dass es eben nicht vollständig dem Verfall preisgegeben ist, sondern tatsächlich noch sich jemand kümmert. Und deswegen nicht so, würde ich sagen. Hier im Hintergrund steht das Schloss. Das sieht aber gut in Schuss aus. Man kann es auch hier angucken. Steht zwar Ruine dran, aber dafür ist es noch ganz gut in Schuss. Vielleicht wohnt hier auch noch jemand. So, wir haben gerade einen Anruf bekommen von Molly vom Kanal Lost Adventure Hunting und er sagt, nach seinen Informationen sei der Orient Express zerlegt und abtransportiert worden. Das ist dieser Zug, den wir uns vor 2 Tagen ansehen wollten oder vielleicht war es auch vor 3. Und das ist total schade natürlich, dass wir da zu spät kommen. Jetzt sind wir hier in so einem verlassenen Haus. Gartentor ist offen, Tür ist offen. Aber wir haben Krach von oben gehört, als wäre da jemand langgelaufen. Ja, und da habt ihr auch Schatten gesehen, habe ich auch noch. Also, ach du Scheiße. Das ist wahrscheinlich alles leer hier. Aber das wissen wir ja vorher nicht. Jetzt ist es nicht mehr leer, jetzt ist Simon da. Ja. Möchtest du hier einziehen? Hier, wenn die Geräusche da oben nicht wären, bestimmt, aber. Okay. Ansonsten, ja. Vielleicht können wir das Hotel noch stornieren. Man könnte das natürlich wieder das Milka-Haus nennen. Ja. Denn es ist alles so lila gestrichen wie bei Milka. Aber wir haben ja schon über Milka gesprochen auf dieser Tour, deswegen muss man das jetzt nicht wiederholen. Ja, hat sich bestimmt mal ganz schön gewohnt hier. Das war garantiert die Küche mit einer Durchreiche hier zum Nebenraum. Ist das Kunst oder kann das weg? Ach du Scheiße. Ja, dass die Scheiben kaputt sind, wundert mich nicht, Leute. Wie kann man denn die Tür nur so bauen, dass die in den Sicherungskasten reindonnert? Das ist ja wohl Epic Fail hier. Das ist für unsere Logik. Das ist, wenn die Klappe offen ist, was sie vielleicht manchmal ist, durch den Wind oder so, geht die auf. Und dann geht durch den Wind auch die Tür auf und dann schlägt die durch die Scheibe durch. Ist das blöde. Und das passiert natürlich genau 2-mal. Einmal mit der Scheibe und einmal mit der, je nach Position. Kellerkundung. Ah ja. Hier ist noch was. Ja, wir müssen den Zähler ablesen. Deswegen sind wir hier, nur falls jemand fragt. Ja, da ist jemand drin, und ich sehe gleich die Tür zu gehen. Obdachloser? Das weiß ich nicht. Also, er hat ja einen Obdach hier. Also. Gut, also einen Raum lassen wir aus, der ist belegt.
so vermutet, dass hier jemand wohnt. Aber Leute, ich denke, das reicht auch für diesen kleinen, ich sag mal, Mini-Lost Place. Dadurch, dass er nicht eingerichtet ist, ist es dann doch wie ein Mini-Lost Place, weil hier nicht so viel zu zeigen ist. Dann auf zum nächsten Ort, würde ich mal sagen. Wir sind gerade in ein nicht abgezäuntes Privatgelände reingelaufen. Da wusste man aber wohl schon, was die Leute hier wollen, ne? Also ja, also das sah mega spannend aus von außen. Da standen noch zwei gut erhaltene Autos draußen. Und deswegen würde jetzt davon ausgehen, dass noch eingerichtet da drin ist. Oder eben schon verkauft vielleicht. Also ja, weiß man nicht. Auf jeden Fall hat der Nachbar gefragt, was wir da wollen. Oder ja, wenn es der Nachbar war, keine Ahnung. Und er meint, das ganze Gelände hier ist privat. Also einschließlich der Straße ab da vorne. Ja. Steht aber weder ein Schild dran, noch ist ein Zaun da. Also das ist ein Verbotsschild, also gar nichts da. Deswegen ist jetzt auch nichts weiter passiert. Aber ja, hier geht es also jetzt auch nicht weiter. Ja. Ich glaube, hier hat ein Mathematiker die Bushaltestellen beschriftet. Deswegen fängt das auch bei 0 an zu zählen. Ach so, du meinst, das ist schon kurz vor dem Zusammenklappen. Das kann sein. Scheint so eine Touristenattraktion zu sein. Hier steht sogar eine Tafel dran. Das Gebäude ist zwar offen, aber wahrscheinlich ist da gerade jemand am Werkeln da drin. Nicht, dass wir wieder ein Studententreffen, so wie als ich mit Anja unterwegs war. Wir gehen rein, weil offen ist, und plötzlich ist da jemand und macht Untersuchungsarbeiten. Da war doch dieser Student, der das Gebäude erforscht hat. Auch das könnte man vielleicht erforschen, denn das ist ja ein historisch wertvolles Gebäude. Es steht ja sogar eine Informationstafel davor. Dann muss man das auch gar nicht verheimlichen, was das hier ist. Aber es ist leider nichts für uns. Schade. Aber ich glaube, es ist auch schon verdammt kaputt. Ihr seht jedenfalls, da ist heute jemand da. Schade, aber ich habe jetzt gerade auf der Karte noch gesehen, da steht Papierfabrik. Keine Ahnung, wie die jetzt plötzlich auf die Liste gekommen ist. Aber wenn wir Glück haben, dann sehen wir uns gleich wieder in einer Papierfabrik. Es geht weiter hier mit dem Sightseeing. Vorher. Nachher. Wisst ihr Bescheid. Ja, wir sind hier übrigens in Halle, aber nicht an der Saale. Naja, aber hier ist auch ein Fluss. Dann lass ihn doch Saale taufen. Außerdem ist, glaube ich, gerade Schulschluss. Und deswegen ist hier ein bisschen viele Schüler unterwegs. Bemerkenswert finde ich übrigens, dass hier alles auf Niederländisch dran steht, aber die unterhalten sich ja alle auf Französisch. Also vielleicht ist das hier so ein Umsteigepunkt. Können die beides hier, die Schüler wahrscheinlich, da auch die Menschen hier. Kann sein, das ist ja wieder genau die Grenzregion, also die Sprachgrenze sozusagen, die verläuft hier. Froschquake eingespielt oder was ist das? Hier steht so ein Gebäude, von dem ich erst dachte, das ist so eine kleine Kapelle oder so. Hier sind Informationstafeln über die Papierindustrie. Das ist nämlich eine verlassene Papierfabrik hinter uns. Ob wir da reinkommen, weiß ich nicht. Konnte ich natürlich bei der Street View Recherche nicht rausfinden, deswegen sind wir einfach mal hergefahren und haben uns das angesehen. Das ist hier auf jeden Fall als Park ausgestaltet. Das heißt, wenn man sich hier außen bewegt, dürfte keiner was dagegen haben. Ich denke mal, die werden schon klug genug sein, das alles abgeriegelt zu haben. Hier ist wieder eins von diesen Insektenhotels. Ich hoffe, dass das jetzt nicht repräsentativ ist für die Größe unseres Hotelzimmers heute. Die Frösche könnten doch echt sein. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wer hätte gedacht, dass wir hier noch ein paar Innenaufnahmen bekommen? Ich hätte es nicht erwartet. Das ist wirklich so eine Art Museum hier. Merkwürdig ist nur, dass ich an einem betretenen Verbotenschild vorbeigegangen bin, um hier hinzukommen. Aber da noch nicht mal eine Absperrkette da war, habe ich mir da nichts weiter bei gedacht. Ein kleiner Blick in den Schornstein. Interessante Akustik. Was steht denn da auf der Tafel? Sag bloß, das jetzt auch auf. Ne, da hätte man wenigstens mal barrierefreien Eingang machen können hier.
Ach, hier sind wieder Buchstaben. Hier ist ein E. U. EU, Europawahl. Geht wählen, Leute. Komm, Treppe, du hältst doch noch ein bisschen, oder? Eieiei. Also, jetzt kann man sich fragen, welcher Teil der Papierfabrik war das? Verwaltungsräume? Nee, ich denke mal auch, dass hier Maschinen gestanden haben. Aber das können keine schweren Maschinen gewesen sein. Oh ja, durch diese Tür geht man lieber nicht. Mhm, man hat scheinbar hier auch was gedruckt. Hier habt ihr einen Text. Und hier ist der gleiche Textspiegel verkehrt. Das heißt, das wurde irgendwo drauf gedruckt. Sieht so aus, als hätten die den Leuten so eine Art Visitenkarten gedruckt. Oder Absenderstempel vielleicht für Briefumschläge. Das finde ich jetzt wieder so typisch. Man denkt, die ganze Fabrik ist leer. Und dann gibt es einen Raum, wo noch Sachen von früher drin sind. Sowas finde ich immer wieder kurios. Das heißt, auch in der heruntergekommensten Fabrik empfiehlt es sich, jeden Raum anzusehen. Und du musst noch hin und her gucken. Du musst noch so rüber und rüber gucken. Du musst den Kopf noch so drehen. Die Haare musst du auch machen, genau. Die Haare sitzen noch nicht richtig. Das war doch hier bestimmt ein Zeiterfassungsterminal. Viel zu modern eigentlich für diese Hütte. Da gab es ja jetzt doch ein bisschen mehr zu sehen, als auf den ersten Blick vermutet. Hat es euch auch gefallen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir warten jetzt, während Benjamin noch ein paar Aufnahmen für seinen Kanal macht. Er hat sich nämlich gerade entschlossen, dass es doch ganz interessant sein könnte, hier ein paar Szenen aufzunehmen. Ich nehme ja immer gleich auf, wenn ich zum ersten Mal durchlaufe und verwerfe das dann später gegebenenfalls wieder. Aber es gibt ja auch einen anderen Stil zu filmen. Man guckt sich erst alles an und überlegt sich dann, ob man, also was man filmen möchte und geht dann nochmal durch. Ob das dann im Ergebnis schneller geht? Ich meine, im Schnitt geht es dann schneller hinten raus, aber du musst halt zweimal durchlaufen. Ne? Ja, oder so wie ich, kein Video. Kein Video, ja. Geht auch. Warum kein Video? Also mich interessiert es nicht so wirklich, wenn es total leer steht. Das, oder zumindest das kann ich tausendmal gesehen, so in der Art. Mhm. Also die reine Architektur, ja, interessiert dich nicht so. Nee, also das. Deswegen mache ich jetzt noch nicht überall Videos zum Beispiel oder nur ganz kurze Videos. Ich habe jetzt hier schon angekündigt, dass ich dann jetzt mal so die Orte zeige, die dann nicht so ganz interessant für mich waren. Also wird auch bei mir noch kommen. Aber okay, aber nur ein paar kurze Szenen dann. Ja, nur ein paar kurze Szenen, weil das lohnt sich dann nicht wirklich so. Okay. Extra für mich zumindest. Ja. Oder für die Zuschauer vielleicht schon oder für einige, aber nicht für mich zumindest. Geht's aber los bei dem. Wir fahren jetzt zu unserem Hotel in Brüssel und stehen im Stau. Das ist hier der typische Großstadtwahnsinn. Schaut mal, Leute, das ist ein mega Lost Place da drüben. Oder auch nicht. Was ist denn das? Ja, ja. Leute, also wir sind total genervt, echt. Wir schaffen es nicht zum Hotel, weil immer die Straßen gesperrt sind, die wir nehmen wollen. Wir müssen jetzt um den Kreisverkehr drum. Ja, das nennt sich Kreisverkehr, aber der ist ja eigentlich oval. Genau, wir müssen an der nächsten Ausfahrt vorbeifahren und müssen die übernächste rausfahren. Wahrscheinlich da zwischen den Häusern durch, da vorne. Ja, Leute, gönnt euch diesen chaotischen Verkehr hier. Und dann hast du zwischendurch, hab dann noch diese ganzen Motorrollerfahrer. Es gibt doch diese, nee, Elektroroller, diese neuen Elektroroller. Oder die Spur wird einfach kleiner. Wo müssen wir jetzt raus? Da drüben, da wo diese Einbahnstraße dran steht. Und durch den Torbogen durch. Seht ihr, hier überall stehen diese Roller rum. Und die fahren ja auch kreuz und quer. Ach, das ist ein Mist hier alles. So, ich muss weiter navigieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Guckt euch das an. Alles ist hier gesperrt. Aber wir müssen ja irgendwie zu unserem Hotel kommen. So, wir fahren jetzt durch die Fußgängerzone, weil es uns nicht möglich ist, anders das Hotel zu finden, den Parkplatz zum Hotel. Wir wissen nicht, ob man das hier so darf, aber naja, links. So Leute, wir sind in dieser Kaschemme hier angekommen.
Erster Eindruck, das Fenster ist kaputt. Also das lässt sich da oben nicht mehr befestigen. Ich habe immer so ein Glück, wenn ich so Hotelzimmer bestelle, dann habe ich immer sowas. Aber auch bei 3-Sterne-Hotels oder so ist mir das schon passiert. Das ist jetzt hier ein 2-Sterne-Hotel. Rezeption ist 24 Stunden besetzt, das ist auch der einzige Vorteil. Der Aufzug, der für den war schon zu schwer. Ohne Gepäck, bisschen Gepäck noch dabei gehabt, aber das Hauptgepäck ist schon oben. Da ist der Aufzug stecken geblieben mit uns. Und dann haben wir hier diese flimmernden Lampen, weil die LEDs nicht klarkommen. Aber es ist ja doch wichtig, dass wir Burger King um die Ecke haben. Ja, aber wir waren ja schon bei Burger King. Ich wollte eigentlich mal was anderes ausprobieren. Ja, so machen wir hier mit dem Licht. Sehen. Aber diesmal haben wir ein separates Badezimmer, wo der Schalter aber irgendwie hinter der Tür ist, wo man so schlecht drankommt. Dann lass das Licht halt immer an. Dann ist aber auch die Lüftung immer an. das will man natürlich auch nicht haben. Ja, Leute, das war die Roomtour. Schon sind wir durch. Und gucken wir uns noch ein bisschen hier in der Stadt Brüssel um. In 2 Tagen sind wir hier zum Glück wieder raus. Dann geht's Richtung Luxemburg. Und vielleicht suchen wir heute schon mal nach einer ordentlichen Unterkunft, damit wir uns auf was freuen können. Was macht der YouTuber als erstes? Er macht einen Speedtest übers VPN zu Hause, denn diesem Netzwerk vertraue ich natürlich nicht. Ja, irgendwo ist da ein Flaschenhals. Ich glaube, der liegt in meinem VPN, aber zum Video hochladen wird es reichen. So, wir sind jetzt hier in der Fußgängerzone. Überall stehen diese Roller rum und die fahren auch fast überall rum. Das ist wahrscheinlich da gut, ja. Und wir sind jetzt hier auch einfach mal vorhin dann mit dem Auto durch, weil es nicht anders geht. Ja. Man muss einfach so tun, als hätte man eine Ausnahmegenehmigung. Ja. Aber wir haben ja schon eine Dreiviertelstunde gebraucht, um überhaupt da ranzukommen. Wir haben D am Nummernschild. Das ist Ausnahme. Ja. D wie Dexception. Nein, keine Ahnung. Nee, D wie Allemand. Ja, eben. Das war total falsch, aber egal. Nee, also das Problem ist halt da vorne überall Baustellen. Und Google hat es nicht geschafft, die Baustelle zu umfahren. Und dann habe ich das manuell versucht. Ich auch nicht. Und dann habe ich immer diese Einbahnstraßen zu spät auf der Karte gesehen, weil man ganz reinzoomen muss, bis man diese Pfeile sieht. Ja? Und teilweise hat er uns dann in Straßen geführt, die man auch nicht befahren durfte. Naja. Und ihr seht, man fährt hier einfach durch die Fußgängerzone und dann hat sich das. McDonald's waren wir auch schon. Oh, der hat mich geheult. Aber hier, was meinst du mit Hector Chicken? Ist das sowas Hector Chicken? Weiß ich nicht. Nur ohne. Nur eine Fried. Nein, weiß ich nicht. Achso, da oben McDonald's. Achso, da ist der Laden. Okay. Pizza Rita, da ist eine Pizza. Pizza. Da mal rein. Auf was hast du Pizza? Ich hatte vorhin schon Lust auf Pizza, wo wir in Halle waren. Aha, an der Saale. Weil wir sie umgetauft haben, ist es Halle an der Saale. Hätten auch gern. Wenn ihr wissen wollt, wie viel Dreck wahrscheinlich für den ganzen Straßenverkehr hier in der Luft ist, dann müsst ihr euch nur mal gucken, wie viel ich auf dem Boden aufsammle. Das sieht doch übel aus. Das ist ein Zeichen für dreckige Städte, aber es hat auch schon länger nicht mehr geregnet. Da ist das wohl normal. Die Straßen sind übrigens genauso kaputt wie sonst auch. Alles nur geflickt. Dennoch ist es natürlich schon eine prunkvolle Straße hier. Hier kann man mit Karte zahlen, da hätten wir nicht das Problem gehabt. Und jetzt interessiert mich mal, was man hier so bezahlt. Brusel, die hatten keine Ü-Striche mehr da, deswegen haben sie Brusel genannt. Brusel. Was heißt hier so? Brusel. Was ist denn das hier? Maximal 9 Stunden, 13,50 Euro. Okay, hier wäre es teurer gewesen. Na, wenigstens das. Im Hotel haben wir einen 10er bezahlt pro Nacht. Schaut mal, Leute. Lost Place, selbst hier. Der Justizpalast. Ich muss aber doch nochmal erklären, warum sieht deine Pizza anders aus? Weil es ja keine Pizza ist, richtig? Nee, das ist die Calzone. Eine Calzone? Okay. Was ist denn das? Das? Ja, eine zusammengeklappte Pizza. Zusammengeklappte Pizza. Also ist doch quasi eine Pizza. Aber du hast deine ganze Pizza, die zusammengeklappt, dann hast du zwar den gleichen Sattgeschmack, aber es sieht einfach optisch weniger aus. Das ist eine coole Idee. Mit dieser Erkenntnis verabschiede ich mich vom heutigen Vlog. Ihr wahrscheinlich auch. Ja? Wir sehen uns nämlich schon morgen wieder. Macht's gut und ciao. Ciao. War die schlechteste Pizza seit langem, muss ich leider sagen. Ihr habt es ja vielleicht schon angesehen. Und für den Preis, Wahnsinn. Wir haben die schon gar nicht geschnitten gekriegt, ne? Da kriegst du schon einen Fingerkrampf. Das war wirklich ein halber Fingerkrampf. Und da wollte man nicht mit Hand essen oder so essen, weil das sieht also edel da aus. Und die, ja, aber das Essen war sowas von gar nicht edel. Das ist einfach, das kriegt eine Tiefkühlpizza aus dem Kaufland. Wirklich das Personal, das war sehr nett.
Ja, aber ich habe kein Trinkgeld gegeben, weil einfach das. Weißt du, die Teller waren alle verwaschen, Pizza, das war alles schon abge. Das Dekor war schon ab von den Tellern, mein Glas war halb abgebrochen am Fuß und so. Also, ja, nee, das ist alles. Okay. Ist schon alles runtergekommen. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ach ja, und der Kassenzettel, der kam erst auf Anforderung. Ja? Die haben wahrscheinlich bis zum Schluss gehofft, dass ich bar zahlen würde, dann wäre das nie über die Kasse gelaufen. Ja. So, jetzt aber, bis morgen. Bis morgen.